Hi Freunde, hier ist der Frederik von Freeholds World und ich grüße euch ganz herzlich aus Berlin. Ich habe ein neues Victorinox Messer für euch und ich habe ja hin und wieder so ein bisschen Kontakt mit meinen Fans und ich habe es schon so oft angekündigt irgendwie. Das letzte Mal wollte ich jetzt am Wochenende dieses Video über die Bühne bringen. Ich war wandern, wer mich bei Instagram verfolgt, der wird es wissen. Was soll ich sagen? Zum ersten Mal war die DJI Osmo Pocket mit dabei. Sprich, ich wollte die Wanderung filmen mit der Osmo Pocket und wollte auch das Messervideo machen mit der Osmo Pocket extra im Wald, um euch zu zeigen, schaut, was man machen kann, wie toll das alles ist. Was soll ich sagen? Ich habe tatsächlich alleine im Wald ich habe die Aufnahme gestartet. Was ist passiert? Ich habe natürlich nur Bilder gemacht. Sprich, ich habe in geistiger Umnachtung einfach ein Bild gemacht, habe dann 10 Minuten erzählt und als ich dann zu Hause ankam, habe ich gedacht, ja cool, jetzt kannst du endlich hier dein Messervideo hochladen. War wohl nix. So viel zur Vorgeschichte, aber was lange wird, wird endlich gut. Hier ist das Messer, um das es in diesem Video gehen soll. Das Victorinox, der Victorinox Outdoor Master MIG für Mikata in der Größe L. Ganz cooles Ding, sehr, sehr teuer. Es ist, glaube ich, schon irgendwie letztes Jahr im September oder so auf den Markt gekommen für eine UVP von 200 Euro. Das war mir deutlich zu teuer. Jetzt habe ich irgendwie 140 bezahlt. Jetzt war es Zeit, sich das Ding ins Haus zu holen. Und wir gucken uns das jetzt gleich an. Master Mikata. Jetzt haben wir das x-te Schreibtischvideo. Ein Schreibtischvideo hat das Messer eigentlich wirklich nicht verdient, aber was soll ich machen? Ich kann jetzt nicht zurück in den Wald laufen. Der ist nämlich von Berlin aus, kommt drauf an, wo man wohnt, aber ganz schön weit weg. Es ist, wie es ist. Wir müssen jetzt das Beste daraus machen. Schauen wir uns als erstes mal die Verpackung an. Der Outdoor Master kommt hier ganz normal in so einer grauen Riesen-Pappschachtel daher. Ihr seht ihn hier schon abgedruckt und hier nochmal die Artikelbezeichnung Outdoor Master Mikata L. Und dann springen wir einmal ganz schnell durch die Rückseite. Hier haben wir nämlich schon ein paar technische Daten. Wir haben einmal eine Gesamtlänge von 220 mm, sprich 22 cm. Wir haben eine Klingenlänge von 10 cm. Das ist gut, das ist öffentlich mitführbar, wenn man nicht gerade in der Messerverbotszone ist. Also könnt ihr mitnehmen, braucht ihr nicht verstecken, alles gut. Dann haben wir was Dolles, dann haben wir nämlich hier die Klingenstärke. Und das ist schon so ein kleines Ausrufezeichen. Wir haben eine Klingenstärke von 4 mm. Der Klingenstahl ist 1416er Stahl und angeschliffen ist das Ding im Scandi-Schliff. Sehen wir uns alles gleich noch an. Und dann haben wir hier was auch nicht ganz Unwichtiges, nämlich das Gesamtgewicht
von 220 Gramm. Im Lieferumfang enthalten ist dieser schöne, na, wo ist er? Feuerstahl, mit dem ihr eben Feuer machen könnt. Und dieses Messer schreit geradezu danach, mit einem Feuerstahl in Verbindung gebracht zu werden, um ihn Funken abzuringen. Meine Formulierungen sind heute wieder grandios. Hier haben wir noch die Victorinox Artikelnummer 42. 661. Genau, da seht ihr es. Und hier unten haben wir noch was ganz, ganz Wichtiges. Hier haben wir einmal Victorinox 2019. Wie ich schon im Intro gesagt habe, das Messer ist letztes Jahr auf den Markt gekommen. Aber wir haben hier noch was. Das Messer ist gemacht von Muela. Ihr erinnert euch an meine vorherigen Videos, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen, Victorinox Outdoor, keine Ahnung, ich verlinke euch das da oben, könnt ihr nochmal gucken. Es ist nicht das erste Outdoor-Messer, was da von Victorinox in Zusammenarbeit mit Moela auf den Markt gekommen ist. So, wir haben hier drinnen einfach nur das Messer, kein Zettel, kein nischt mehr, die Verpackung ist leer. Ist leer. So sieht das gute Stück dann aus. Das Design finde ich jetzt nicht unbedingt so doll, weil es nimmt unglaublich viel Platz weg. Wie gesagt, ich habe es am Wochenende extra mit rumgeschleift und insgesamt hat das dann auch ein Gewicht von ja, 330 Gramm oder so. Also Messer plus Scheide plus Feuerstahl ist nicht gerade das leichteste Gepäck, was man dabei haben kann. Kydex-Scheide finde ich sehr, sehr gut. Passt. Messer geht sauber rein, geht sauber raus. Alles gut. Hier oben haben wir den Feuerstahl drin. Der sieht so aus. Ihr seht es sehr gut in der Handhabung. Kann man hier schön festhalten und wenn dann richtig, hier schön anreißen. Der Vorteil vom Feuerstahl unterwegs ist halt, man kann ihn immer nutzen, egal wie nass es ist, egal ob Wind ist, egal ob sonst was, die Funken fliegen und das ist garantiert. Man braucht eben nur das richtige Werkzeug, um ihn anzureißen. Am Feuerstahl selber finden wir noch dieses rote Bömmelchen hier. Dieses rote Bömmelchen. Ich weiß nicht, sieht gerade im Video ein bisschen orange aus, ist aber so, ja, wie würde ich das einordnen? Victorinox Rot. So viel dazu. Und dann schauen wir uns die Scheide mal von der Hinterseite an. Ihr seht, wenn ihr jetzt keine Lust habt, hier diesen Feuerstahl ständig mit euch rumzutragen, weil ihr Raucher seid oder weil ihr irgendwas seid oder weil ihr sonst irgendwelche Feuerteufel seid, die immer ein Feuerzeug dabei haben oder was auch immer, dann kann man das hier einfach entfernen. Man macht einfach nur die zwei Schrauben los. Macht, ihr seht, hier hinten ist die Rückseite der Schrauben. Dann kann man die ganze Scheide auch nochmal zerlegen und könnte dann hier den Feuerstahl abtrennen. Hätte den Vorteil, dass das Packmaß von dem Ganzen ein wenig kleiner wird. Ansonsten haben wir hier so eine Einstellschraube. Das finde ich ganz gut. Diese Einstellschraube sorgt nämlich dafür, beziehungsweise ihr könnt mit Hilfe dieser Einstellschraube dafür sorgen, wie fest das Messer in der Scheide sitzt. Ich meine, der eine macht da sonst was für Extremsportarten und hat das lieber ein bisschen fester, der andere eben nicht. Und von daher kann man hier diese Schraube entsprechend lose machen, kann das hier nach oben versetzen, kann das hier noch mal richtig festdrehen. Dann habt ihr das erreicht, dass ihr das Messer so gut wie gar nicht mehr rausbekommt. Es ist dann einfach mal sehr, sehr fest verankert. Für mich ist das allerdings nichts. Deswegen machen wir das Schräubchen wieder runter, machen das Schräubchen wieder fest und
Die Scheide gibt das Messer wieder frei. Kann ich, ja, die Befestigung. Mensch. Ihr könnt die Scheide hier einzig und allein an dieser Gurtdurchführung irgendwo befestigen. Am Gürtel, am Rucksack, wo immer ihr irgendwas durchziehen könnt. Mehr Möglichkeiten gibt es hier nicht. Also, ihr habt nicht hier irgendwie noch Klettverschluss oder so. Es bietet sich natürlich an, das hier an einem breiten Gürtel zu tragen. Am Rucksack zu befestigen, da kann man dann höchstens das irgendwie um den Hüftgurt schlingen, was aber beim Laufen natürlich größte Probleme bereitet. Weil die Scheide, würde ich dann sagen, ist auch noch mal gut mal 11, 12 Zentimeter lang und dann habt ihr ewig dieses Hin- und Hergeschlacker am Bein oder sonst wo. Das will natürlich auch keiner haben. Kommen wir zu den Messerchen. So sieht es aus. Liegt sehr, sehr gut in der Hand, wirklich. Und da möchte ich euch auch direkt einen Hinweis geben. Es gibt den Outdoor Master Mikata auch noch in der Größe S. Sprich, einmal Größe S, einmal Größe L. In der Größe S ist die Klingenlänge 7 cm und die Gesamtlänge, glaube ich, 15 oder so. Nagelt mich nicht drauf fest. Hier haben wir eben 22. Die Handhabung wird oder ist, habe ich im aktuellen Messermagazin gelesen, beim kleinen Outdoor Master ein bisschen schwierig, weil ihr seht, ich habe das hier so in der Hand und das reicht gerade so. Wenn ihr da wirklich irgendwie das Messer halbwegs kontrollieren wollt, dann habt ihr mit dem größeren den deutlich besseren Grip. Schauen wir uns mal die Griffschale an aus Mikata. Es gibt tatsächlich nur diese eine Farbe, ihr seht das hier, das ist so ein bisschen ja, blau-schwarz gemasert. Sieht eigentlich sehr, sehr schön aus. Wirkt sehr edel. Auf jeden Fall. Wobei es jetzt normale Holzgriffschalen für mich auch getan hätten. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt hier so das super stylische Ding, aber es schadet ja nichts. Das Messer sieht ja eben sehr edel aus und ich brauche auch nicht immer Messer, die so ja martialisch aussehen irgendwie. Von daher ist das hier schon eher ja so ein kleines Gentleman-Ding. Wenn man jetzt hier Camo-Griffschalen hat oder schwarz und keine Ahnung, mit Totenköpfen noch drauf. Es muss halt auch nicht immer sein. Von daher ist das eine gelungene Wahl. Ihr seht, Victorinox hier mit Full-Tang-Klinge. Das heißt, einmal durchgehend von hinten bis vorne. Ihr habt eine sehr hohe Stabilität. Und ich möchte euch hier auch nochmal auf die Klingenbreite aufmerksam machen. Wie gesagt, 4 mm. Das heißt, ihr könnt hier mit auch schon mal so ein bisschen hebeln. Batoning, was nicht alles, ist alles überhaupt gar kein Problem. Dafür ist dieses Messer gemacht. Das ist nichts zum Sammeln. Das Ding will wirklich ins Holz. Sonst wo rein. Es will alles schneiden. Es ist nichts, um sich das in den Schrank zu legen. Schauen wir uns die Klinge an im Scandi-Schliff. Und wir sehen natürlich schon die ersten Gebrauchsspuren. Denn, wie gesagt, das Messer ist nichts zum Sammeln. Es will benutzt werden und ja, wurde auch schon benutzt. Im Wald, als mein Video nicht geklappt hat, dann wisst ihr es ganz genauer. Auf der anderen Seite haben wir ein Victorinox-Logo. Das ist der Unterschied zu allen bisherigen Messern, die Muela gefertigt hat und Victorinox designt hat. Da stand nämlich immer Muela auf der Klinge und die kamen auch nicht in so einer schicken Victorinox-Verpackung, sondern war dann irgendwie Muela gebrandet und das Messer kam dann irgendwie in so einer Plastiktüte. Also von daher muss ich sagen, ist es hier schon auf jeden Fall besser. Man nimmt es eher als ein Victorinox-Messer wahr. Ja, Klingenstahl 1416. Es gibt
sicherlich bessere Messerstähle, aber es ist ein sehr, wie soll ich das sagen, sehr wohlwollender Messerstahl. Er hält seine Schärfe halbwegs gut, ist nicht besonders schwer nachzuschärfen. Das war auch so ein Kriterium von Victorinox. Wir wollten eben einen Stahl verwenden, der es euch ermöglicht, das Messer selber und ohne großen Aufwand und ohne super Kenntnisse unterwegs nachzuschärfen. Ihr kennt alle die Victorinox Messerschleifer. Es gibt verschiedene. Könnt ihr euch holen, könnt das Ding jederzeit nachschärfen, braucht es nicht zum Service zu schicken. Gehen wir nochmal ganz kurz auf die Verarbeitung ein, weil gibt es auch ganz viele Leute, die sagen, Muela, Bo. Also ich kann nicht meckern. Guckt euch das hier an. Das ist alles wie aus einem Guss. Diese roten, ja, Zwischenliner hier finde ich ganz cool. Das bringt noch so ein bisschen Farbe ins Spiel. Und ansonsten gibt es hier überhaupt nichts zu meckern. Hier haben wir noch ein bisschen was für die Griffigkeit in der Klinge. Na, hier oben seht ihr das, dass man sehr schön Druck aufs Messer ausüben kann, wobei ich sagen muss, dass mir die Zacken da schon fast ein bisschen zu doll sind. So, gucken, so könnt ihr die sehr, sehr gut sehen. Also ihr habt hier mega Griffigkeit, aber es tut schon, glaube ich, gerade auch bei längerem Arbeiten ein bisschen weh in den Fingern. So sieht es aus. Hier seht ihr das gute Stück nochmal von hinten. Genau. Ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Ihr habt dann noch im Griff so ein kleines Löchlein, da könnt ihr euch ein Lanyard durchziehen. Oder was auch immer. Ein Lanyard. Was für ein Schwachsinn, doch kein Schlüsselbund. Hier Victorinox-Kordel oder ein Paracord-Bändchen oder. Aber doch kein Lanyard, Menschenskinder. Ja, Freunde, das ist der Victorinox Outdoor Master in der Größe L. Wie gesagt, S würde ich nicht kaufen. Mit dem L-Ding kann man ordentlich was machen. Menschenskinder, sieht jetzt schon aus hier. Und was kann ich euch noch sagen? Preis. Ich weiß nicht, ob ich es im Intro schon gesagt habe. Wenn nicht, sage ich es euch gerne nochmal. Preis für das gute Stück. UVP 199 Euro, kauft es aber bitte nicht für diesen Wahnsinnspreis. Ich mache euch natürlich wieder einen Link in die Videobeschreibung und bei Amazon gibt es es mittlerweile für um die 150 Euro. Dafür finde ich das okay für den geneigten Victorinox-Freund. Ich meine, man bekommt halt auch extrem viel, wenngleich man auch sagen muss, es gibt zum Beispiel das Mora Garberg. Kostet, glaube ich, 70, 80 Euro. Verlinke ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung. Und wenn man diese Preise vergleicht, dann muss man eben schon sehen oder dann muss man schon sagen, das ist hier wirklich was für Victorinox-Liebhaber. Aber Victorinox bietet halt auch immer sehr, sehr gute Qualität. Das wisst ihr alle. Und ich hoffe, also bis jetzt wird sich das nicht ändern bei dem Messer. Ich möchte euch hier noch den hinteren Teil der Fulltanklinge zeigen, die nämlich so ein bisschen über die eigentliche Griffschale hinaussteht. Das sind vielleicht ja, 2-3 mm. Hat natürlich den Vorteil, ihr könnt damit auch ordentlich irgendwo draufhauen, um was auch immer zu machen, eine Kokosnuss irgendwie auseinanderzubringen oder. Also. Das passt soweit auch. Ja, Freunde, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, das hat jetzt geklappt, weil diesmal nehme ich das Video zum ersten Mal mit dem Samsung Galaxy S20 auf. Ich das Video, ich glaube, wenn es jetzt nichts geworden ist, dann mache ich auch keins mehr. Machen wir mal noch einen ganz, ganz kleinen Schnitttest mit Papier, damit ihr seht, wie scharf das gute Stück aus der Box kommt. Ich hoffe,
wer könnte das so sehen?